Reden ist der Kollege Aiwanger. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Die bayerische Bevölkerung erwartet von uns, dass wir das Problem der steigenden Flüchtlingszahlen in den Griff bekommen. Und ich habe so immer eine Besuchergruppe hier gehabt und da war die spontane Frage, ja, wie soll das denn weitergehen? So kann es nicht weitergehen. Das ist Stimme des Volkes, das ist Wahrnehmung draußen. Und deshalb, meine Damen und Herren, müssen wir die Realitäten zur Kenntnis nehmen. Und die Realitäten heißen eben, dass sich die Kommunen ja zur Decke gestreckt haben, dass sie ja geholfen haben, hier diesen großen Ansturm abzufedern. Und an der Stelle der große Dank an die Ehrenamtlichen, an die Kommunalpolitiker, dass sie hier bisher Schlimmeres verhindert haben. Das ist die Sachlage. Meine Damen und Herren, es ist ebenfalls politische Sachlage, dass Zahlen im Raum stehen von bis zu 3 Milliarden Euro für diesen Doppelhaushalt, den der bayerische Steuerzahler ja auf den Tisch legen muss, um dieses Flüchtlingsthema finanziell bewerkstelligen zu können. Das sind ein paar Milliarden mehr als anfangs errechnet. Es war 1 Milliarde geplant und das war schon eine ordentliche Summe. Jetzt sollen es 3 Milliarden werden. Meine Damen und Herren, wir sind gewählte Abgeordnete der bayerischen Bevölkerung. Wir werden es der Bevölkerung erklären müssen, ob diese 3 Milliarden zielgerichtet eingesetzt sind, ob sie nötig sind oder ob wir nicht an der einen oder anderen Stelle durch andere Vorgehensweisen in der Asylpolitik hier zu einem Ziel kommen, der dann lautet, es geht auch mit weniger Geld. Das sind wir auch dem Steuerzahler schuldig. Und lassen Sie uns mal unter diesem Gesichtspunkt der kommunalen Betroffenheit und der finanziellen Möglichkeiten dieses Freistaats dieses Thema diskutieren. Meine Damen und Herren, wir kritisieren als Freie Wähler, dass wir es bis heute nicht geschafft haben, genügend Personal beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bereitzustellen. Sie haben es quasi über Nacht geschafft, genügend Kontrolleure zum Kontrollieren der Mindestlohnbürokratie aus dem Zylinder zu zaubern. 1000 Leute und mehr, hätten wir die an dieser Stelle, dann würden viele Fälle schneller, zielgerichteter und am Ende vielleicht auch für den Steuerzahler und für den Flüchtling humaner ja zum Ziel geführt. Hier ist weiterhin die Lösung ausstehend, diese Verfahren zu beschleunigen, meine Damen und Herren. Und wir stellen darüber hinausgehend fest, dass wir es bis heute nicht geschafft haben, auch sichere Herkunftsregionen politisch ja festzuzurren. Und das ist auch mein Appell an Rot-Grün. Wir sind zwar hier im Bayerischen Landtag und nicht im Bundestag oder nicht im Bundesrat, aber bitte wirken Sie auch dort auf Ihre Parteien ein, den Balkan als sichere Herkunftsregion zu sehen. Irgendwas kann auch dort vielleicht im Sinne der Menschlichkeit schieflaufen, das wollen wir gar nicht bestreiten, aber in der übergroßen Mehrheit können wir heute davon ausgehen, dass für den Balkan ja das Thema politisches Asyl nicht anwendbar ist, was auch die Entscheidungszahlen dann bringen. Also bitte an der Stelle hier die Realitäten zur Kenntnis zu nehmen. Damit ersparen wir uns sehr viel Bürokratie und locken Menschen nicht in ein Asylverfahren und am Ende werden sie enttäuscht heimgeschickt. Hier ist klare Ansage von Anfang an auch die humanitärere und sinnvollere Lösung. Und meine Damen und Herren, bleiben wir bei dem Gedanken, ja, vor Ort tätig zu werden. Der Vorschlag kam ja von mir schon seit sehr langer Zeit, in Nordafrika gezielt vor Ort tätig zu werden. Natürlich ginge es darum, nachher bitte am Ende. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, am Ende meiner Ausführungen. Und hier würde ich gar nicht pauschal sagen, das ginge nicht. Meine Damen und Herren, natürlich kann ich nicht dort, wo in Libyen der Bürgerkrieg tobt oder in Syrien, dort mit einem Zentrum reingehen. Aber wir haben diese Auffangeinrichtungen ja bereits in Jordanien, in Libanon, in der Türkei. Und ich würde mir mal die Frage stellen, ob denn alles dagegen spräche. Es sind humanitäre Aktionen dort. Die Leute werden teilweise medizinisch behandelt. Warum sollte es nicht
nicht auch möglich sein, dort zumindest den Versuch zu unternehmen, Asylverfahren vorzuschalten und dort zu sagen, jawohl, wer wirklich nachgewiesenermaßen politisch verfolgt ist und kann das dort schon dokumentieren, dass ich den dann auf sicherem Weg rüberbringe. Also das ist auch meine Frage an Rot-Grün an der Stelle, zu sagen, das geht ja überhaupt nicht, der muss mindestens schon die Fahrt übers Mittelmeer geschafft haben. Natürlich darf das nicht die Alternative sein, zu sagen, es geht nur noch in Nordafrika und nicht mehr in Deutschland, aber das will ja keiner. Also der, der in Nordafrika es in solch eine Aufnahmeeinrichtung geschafft hat, warum um Gottes Willen sollen wir nicht den Versuch unternehmen, vielleicht diese Verfahren dort vorzuschalten? Und genauso sollten wir darüber nachdenken dürfen, meine Damen und Herren, wenn auch UN-Mandate diskutiert werden, Flüchtlingsboote dort zu zerstören, was ich übrigens für eher fragwürdig halte, weil wie willst du dem nachweisen, dass er damit nicht Fische fangen will, sondern Flüchtlinge aufs Meer bringen? Wie will ich dort das unternehmen? Aber hier wird ernsthaft diskutiert. Warum kann ich nicht genauso ernsthaft diskutieren, dass derjenige, der mit irgendeinem schnell zusammengezimmerten Floß aufs Meer austreibt und dort 3 oder 5 Kilometer oder wo auch immer dann aufgelesen wird, dass der nicht zwangsläufig nach Europa gefahren werden muss, sondern eben in bestehende Aufnahmeeinrichtungen im Libanon, in Jordanien und dorthin zurückzubringen? Ich sage Ihnen eins, das Geschäftsmodell vieler Schlepper würde zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Keiner würde mehr 5.000 Euro auf den Tisch legen für diese Fahrt, wenn er weiß, 5 Kilometer draußen werde ich aufgefischt und wieder zurückgebracht, dann wird der dafür kein Geld mehr auf den Tisch legen. Und wenn er weiß, er wird in dieser Aufnahmeeinrichtung humanitär bestens behandelt, kann eventuell einen ordentlichen Asylantrag dort stellen, dann glaube ich, ist es zumindest ein Versuch, den wir diskutieren müssen und nicht zu sagen, darüber reden wir überhaupt nicht. Also darüber sollten wir diskutieren können. Ich begrüße aber auch den Vorstoß der SPD, dann zu fragen, wie soll das dann aussehen? Vielleicht schaffen sie es darzustellen, wie das aussehen soll. Vielleicht schaffen sie es aber auch nicht. Aber diese Chance sollten wir der CSU lassen, darzustellen, wie das denn laufen soll. Und hier sehen wir einfach damit auch die Möglichkeit, Ihrem Antrag zuzustimmen. Ich will hier die Aufklärung drüber. Sie haben die Kontakte in die Bundesregierung. Sie sitzen dort. Machen Sie sich Gedanken. Stellen Sie uns das dar, wie das läuft. Und in der Zusammenfassung trotzdem noch mal ein Gedanke, was wir aus bayerischer Sicht tun können, weil dieser Antrag hat natürlich auch ein bisschen die unausgeschriebene Überschrift, was würde ich tun, wenn ich Weltpolitik alleine gestalten könnte, gebe ich zu. Aber was können wir aus bayerischer Sicht tun? Und da meine Frage an Herrn Herrmann, Sie werden ja nachher noch reden hier. Wir hatten ein Gespräch, und das, glaube ich, darf ich auch hier so offen sagen, ist ja kein Geheimnis, wo wir nach Möglichkeiten gesucht haben, von Rettungsdiensten, ja, Rettungsmaterial in diese schon bestehenden Hilfeeinrichtungen rüberzubringen. Also das berühmte Feuerwehrauto über Christian Springer in so ein Flüchtlingslager in Jordanien, in Syrien vor Ort. Das gibt's ja schon. Aber der Freistaat Bayern hat dafür bis heute keinen Topf, wie er sowas finanziert. Wir sind jetzt an einem Feuerwehrauto dran und werden das mit Spenden aus eigenen Abgeordnetenkreisen eben dann bezahlen und werden das Auto dort rüberbringen. Also bitte geben Sie mir auch einen Tipp, wie könnte das zukünftig ablaufen, und ich kündige es heute schon an, wir werden als Freie Wähler dann einen Antrag stellen, für die nächsten Haushaltsverhandlungen einen Haushaltsposten einzurichten, dafür, wie können wir gebrauchte Hilfsgüter, was auch immer, in solche Krisenregionen bringen, denn wenn wir 3 Milliarden ausgeben aus bayerischem Steuerzahlergeld, um hier die Menschen bei uns unterzubringen, dann müssten wir doch auch einen Topf mit ein paar Hunderttausend oder ein paar Millionen auflegen können, um den Kommunen gebrauchte Feuerwehrautos abzukaufen. Das wäre ein Armutszeugnis, wenn wir das nicht schaffen würden. Sehen Sie, wenn Sie sagen, was wollen die mit Feuerwehrautos, da sehen Sie, dass Sie mit der Lage vor Ort noch nicht, ja,
sich informiert haben, laden Sie sich den Christian Springer ein, der erklärt Ihnen das. Diese Flüchtlingslager sind teilweise 100 und 200.000 Menschen auf freiem Feld. Die machen offenes Feuer, dort brennen die Zelte ab und dergleichen. Und die sagen, wenn wir dort mit Feuerwehrausrüstung eine eigene Brandschutzmaßnahme aufziehen können, ist diesen Leuten geholfen. Diese Hilfe läuft und wenn Sie hinten nur lachen und den Kopf schütteln, dann haben auch Sie die Realität dort nicht erkannt. Unterm Strich, meine Damen und Herren, wir müssen das Flüchtlingsthema in den Griff kriegen, sodass den wirklich Verfolgten geholfen werden kann. Wir müssen den Kommunen hier den Rücken frei halten. Wir müssen auch der Bevölkerung zeigen, dass wir als gewählte Politiker noch in der Lage sind, die Realität zu erkennen und die Themen gezielt anzugehen. Deshalb werden wir Freien Wähler den Antrag der CSU unterstützen und wir werden auch den Antrag der SPD unterstützen, hier zu erklären, wie diese Einrichtungen aussehen sollen. Den Antrag der Grünen werden wir ablehnen und ich sage ganz klar, wir sind der Bevölkerung schuldig, hier vernünftige Antworten zu finden. Dankeschön. Bitte bleiben Sie am Rednerpult, Herr Aiwanger. Der Kollege Lentner. Herr Kollege Aiwanger, ich habe mit großem Interesse Ihre Ausführungen soeben gehört und frage Sie daher als Fraktionsvorsitzender Freien Wähler, eingedenk von Aussagen, die von Mitgliedern Ihrer Fraktion, die auch in der Presse rübergekommen sind, in den Zeltlagern zwischen Syrien oder an der Grenze der Türkei zu Syrien, geht es besser zu wie in deutschen Flüchtlingsaufnahmeeinrichtungen oder anderen Äußerungen, mit denen uns Herr Kollege Fahn sehr häufig konfrontiert. Wie ist der zukünftige Kurs der Freien Wähler? Dürfen wir damit rechnen, dass mit einer Stimme für verantwortungsvolle und auch für den Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbare Flüchtlingspolitik hier in Bayern gearbeitet wird? Oder dürfen wir weiter damit rechnen, dass je nach Publikum die Aussagen der Freien Wähler zu dieser Problematik in Bayern stattfinden? Für uns Freie Wähler steht der Mensch im Mittelpunkt und wir werden dieser Aufgabe gerecht. Und es gibt Fälle, jawohl, wo durchaus ein gut geführtes Flüchtlingslager in der Türkei vielleicht in Einzelfällen bessere Zustände hat als ein Flüchtlingslager, wo bei uns mit privaten Sicherheitsdiensten Leute, wir hatten in Nordrhein-Westfalen Fälle, wo private Sicherheitsdienste Leute gedemütigt und gefilmt haben und mit gefesselten Hände am Rücken gefesselt in die Ecke gedrängt und Erbrochenes nochmal essen. Ich will das nicht vertiefen. Also das ist eine Schande, wenn sowas in Deutschland passiert. Und ich erwähne in dem Zusammenhang bitte auch nochmal den Vorwurf von vorher, weil wir am 20. Dezember 2012 hier einen Antrag gestellt hätten, Leute abzuschieben, nicht mehr abzuschieben. Ich sage Ihnen ganz klar, weil wir eben auch hier noch ein Herz in der Brust haben und ich nicht 4 Tage vor Weihnachten Leute nach Afghanistan schicke, wo 2 Meter Schnee ist. Und ich sage Ihnen, wenn Sie jetzt noch wollen, da komme ich noch dazu, lassen Sie mich mal ausreden. Zur Linie der Freien Wähler. Die Freien Wähler orientieren sich daran, dass die politisch Verfolgten ordentliches Asyl bekommen müssen, dass die Kommunen hier nicht überfordert werden dürfen und dass alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft werden müssen. Und der Ball zurückgespielt zu Ihnen. Wollen Sie die Grenzkontrollen wieder einführen, wie Herr Söder gesagt hat, oder doch nur die Schleierfahndung wie Herr Seehofer? Oder wollen Sie jetzt die Flüchtlingscamps wie Herr Kreuzer? Oder wollen Sie die Flüchtlingscamps doch nicht wie Herr Müller? Also so viel zur Geschlossenheit innerhalb der CSU. Dankeschön.